Ja, Pascal, nach dem Koblenz-Spiel standen wir hier und haben über mentale Fehler gesprochen. Da müssen wir, glaube ich, wenn wir uns die Anfangsphase anschauen, heute auch nochmal drüber sprechen. Danach sprechen wir über die Aufholjagd. Reden wir jetzt erstmal über die Anfangsphase. Wie hast du das wahrgenommen, als ihr nach 4 Minuten schon 2-0 zurücklagt? Arbeitsverweigerung. Also ich bin, also das war nichts, das war gar nichts. Das war bodenlos und da brauchen wir auch nichts drum schön zu reden. Man kann ja nicht, der Ball wird lang geschlagen, wir gewinnen den ersten Ball nicht, wir laufen beim zweiten nicht durch Tor. Das war ein gleiches Schema und es ist einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig, so in die Zweikämpfe zu gehen. Punkt. Und wie frustrierend ist das, wenn das jetzt innerhalb weniger Wochen mehrfach vorkommt? Nein, also bei allem Frust, der jetzt ist, das ist eine Top-Mannschaft mit der richtigen Einstellung. Aber wenn das Spiel angepfiffen wird, muss man es auch sehen. Und es kann nicht sein, dass wir nach 3 Minuten 2-0 hinten liegen. Das geht einfach nicht. Nicht in dem Spiel, wo wir uns so viel vornehmen. Nicht in dem Spiel, wo es einfach um zu viel geht für uns. Und da können wir nicht so verteidigen. Das muss man einfach fairerweise so sagen. Nichtsdestotrotz war es ja dann auch so, und das glaube ich, das hatte auch das ganze Stadion das Gefühl, dass wir das Spiel, dass wir auf jeden Fall ebenbürtig sind, dass wir die Chancen kriegen werden, und die hatten wir. Und dann kommen wir ran und kriegen wieder einen Elfmeter gegen uns, wo man sagen muss, wo wir auch die Entstehung viel zu einfach zugelassen haben. Jetzt öffnen das Zentrum, ein Pass, eine Drehung, Elfmeter, dann steht es 3-1, dann steht sogar noch 4-1, dann machen wir das 4-2 und trotzdem, wirklich vielen Dank an das Publikum, dass das Gespür hatte, dass hier noch was geht. Die Mannschaft hatte das Gespür, dass was geht. Aber wir wussten ganz genau, woran es liegt. Und das ist das gemeinschaftliche Verteidigen, das gemeinschaftliche Torverteidigen. Das haben wir wirklich sehr, sehr schlecht gemacht. Und ja, wir haben das Spiel noch gedreht, haben ein 4-4 rausgeholt, waren, glaube ich, die ganze Zeit klar am Drücker, und das zeigt dann wiederum den Charakter, den ich gerade angesprochen habe, dieser Mannschaft, die es beweisen wollte, dass sie es kann, die immer dran geglaubt hat, und ja, am Ende vielleicht hätten wir es auch nochmal ganz drehen können, worüber ich zufrieden bin, dass wir die Konter diesmal unterbunden haben und nicht noch alles wieder verspielt haben. Ja, wie du gerade sagst, am Ende hättet ihr es vielleicht sogar gewinnen können. Steinbach extrem dominant in der zweiten Hälfte. Eigentlich ist das 4-4, wenn man das alles betrachtet, vielleicht am Ende sogar zu wenig. Ich glaube, wenn man 4 Gegentore kriegt, dann kann man mit dem Punkt zufrieden sein. Also, das ist ja ganz offensichtlich. Das ist ja ganz offensichtlich, worüber wir reden. Du kriegst 4 Gegentore, was willst du denn da noch vom Sieg sprechen? Und das ist halt natürlich, egal wie das Spiel gelaufen ist, das Momentum war auf unserer Seite, die Chancen waren auf unserer Seite, knifflige Situationen, die nicht für uns entschieden worden sind, die man jetzt auch so gar nicht bewerten kann. Also von daher, natürlich hatte man das Gefühl, und es war ja das Schöne daran, dass wir alle das Gefühl hatten, ey, am Ende dieses langen Jahres hat die Mannschaft trotzdem noch die Power, trotzdem noch die Gier, ein Spiel, was ja vielleicht aussichtslos scheint, trotzdem noch zu drehen, und man hat sogar die Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber worüber reden wir hier? Wir liegen ja erstmal hinten. Und wenn wir hier nicht hinten liegen, dann schießen wir 4 Tore und gewinnen das Spiel 4-1. Und das funktioniert halt in der Form so nicht. So kannst du gar kein Spiel gewinnen. Wie gehst du jetzt in die Winterpause? Mit welchem Gefühl? Ja, wie geht man rein? Ich weiß ja auch gar nicht, wie bewertet man das Ergebnis? Natürlich im Vorhinein. Wie versuchst du es denn zu bewerten? Ja, das weiß ich noch nicht ganz, weil im Vorhinein hätte man gesagt, wenn man natürlich 1-4 hinten liegt und noch 4-4 spielt, dann kannst du damit zufrieden sein. Was willst du mehr? Aber warum liegen wir 4-1 hinten? Das frustriert mich natürlich, weil es nicht geht. Und mit dem Gefühl in die Winterpause, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Dass wir aber weiterhin, glaube auch, das hat man heute wieder gesehen, an unserem Weg glauben sollten, weil wir das einfach als Gemeinschaft so entschlossen haben, dass das unser Weg ist, den wir so spielen wollen und daran weiter glauben. Aber wir müssen natürlich ganz knallhart einfach in uns, gerade in den Dingen gegen den Ball verbessern, weil nochmals, das ist ungenügend und das passt gar nicht zu uns. Dann nichtsdestotrotz, schöne Weihnachten, dir eine schöne Winterpause. Wir sehen uns dann hier zur Rückrunde wieder. Danke, euch natürlich auch allen. Danke. David, 4-4 nach 1-4. Wie bewertet man ein solches Spiel jetzt unmittelbar nach Abpfiff? Ich glaube, wir können froh sein, dass es 4-4 ausgeht. Weil nach der ersten Halbzeit, die wir wieder gespielt haben, ist es glücklich, dass wir nicht in 4-4 spielen. Vielleicht haben wir die Chance noch auf ein 5-4, aber ich glaube, 4-4 ist okay, wir sind nicht glücklich, wir können uns auch nicht drüber freuen, dass so ein Spiel 4-4 steht, vor allem wenn man sieht, wie die Tore gefallen sind. Aber okay, wir haben nicht verloren und Mainz bleibt hinter uns, ist, glaube ich, so ein kleiner,
kleiner Wermutstropfen, den wir dann haben. Ja. Du bist ins Tor zurückgekehrt, hast dir wahrscheinlich die Anfangsphase auch anders vorgestellt, als direkt in den ersten 30 Minuten irgendwie 4 Gegentore hinnehmen zu müssen. Wie hast du das erlebt? Es ging, glaube ich, auch Schlag auf Schlag. Das 1-0 nehme ich auf mich. Den muss ich festhalten. Und dann, glaube ich, machen wir individuelle Fehler. 2-0, weiß ich gar nicht genau. Dann haben wir einen Elfmeter, dann kriegen wir so ein 4-1. Und dann war die Halbzeit eigentlich auch durch irgendwie. Und dann können wir froh sein, dass es auch so in die Halbzeit geht. Weil wir dann nochmal Pause hatten und uns nochmal klaren Kopf machen können. Aber ich glaube, man stellt sich so einen Einstand, glaube ich, ganz anders vor. Pascal hat hier gerade gestanden und gesagt, na, er muss euch insofern auch ein Kompliment machen, als dass man das Gefühl hatte, die Mannschaft hat irgendwo noch Energiereserven herbekommen, um auch wirklich dann dieses 4-4 nochmal zu holen. Woher kamen die nach all diesen letzten Wochen, die für euch ja auch nicht einfach waren? Ja, ich glaube, weil wir einfach leben. Wir sind keine tote Mannschaft. Wir pushen uns, wir feuern uns an. Und ich glaube, dass dann so ein Funke, der überspringt, dann kommt nochmal eine extra Luft. Und das hat man heute gemerkt. Aber leider hat es nicht gereicht. Deswegen, ich glaube, wir trainieren viel, wir trainieren intensiv, deswegen haben wir auch die Luft. Und da am Ende nochmal so einen Schlusssport zu starten, aber hat nicht gereicht heute leider. Danke dir, eine schöne Danke Weihnachtszeit. Auch. Frohe Bis Weihnachten. 4-4 nach 1-4, Janik. Was für ein Spiel hier am Haarwasen, das letzte Heimspiel des Jahres. Wie gehst du gerade aus diesem Spiel, mit welchem Gefühl? Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, am Ende hatte ich eher das Gefühl, dass wir am 5-4 näher dran sind als Mainz am 5-4. Natürlich haben wir es uns wieder irgendwie selber eingebrockt, dass wir mit der ersten Halbzeit dann die ganze Zeit dem Ergebnis hinterherrennen. Nach vorne hatte man, glaube ich, rund um die Uhr das Gefühl, dass wir ein Tor schießen können. Aber ja, wie wir in der ersten Halbzeit verteidigt haben, jede 50-50-Aktion defensiv, glaube ich, verloren und dann ist auch jeder Schuss irgendwie drin. Klar, aber das ist keine Entschuldigung, also das darf uns nicht passieren. Warum ist es passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, wir haben in so engen Situationen, irgendwie hat uns da die Durchschlagskraft irgendwie gefehlt. Da muss man dann auch irgendwie mal ein Zeichen setzen, diese 50-50-Situation gewinnen. Wir haben natürlich auch 3 Wochen kein Pflichtspiel gehabt, aber das, ich will das auch nicht als Entschuldigung irgendwie nehmen, weil ja, das, da geht es um einfache Sachen, um Mentalität, um taktisches Grundverständnis defensiv, wo wir einfach nicht auf der Höhe waren in der ersten Halbzeit. Was nimmt man sich jetzt für die Rückrunde vor? Ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, aber gibt es da schon Ziele? Im Grunde machen wir da weiter, wo wir jetzt zuletzt auch waren, weil wir wollen mal wieder einen Dreier holen. Wir wollen eine defensive Stabilität herstellen. Wir wollen viele Tore schießen. Heute haben wir viele Tore geschossen, dafür defensiv halt nicht da gewesen. Das müssen wir aktuell auf jeden Fall bearbeiten. Und ja, ich glaube, es tut uns auch mal gut, in der Winterpause dann mal wieder ein paar Testspiele zu haben, um gewisse Abläufe einfach wieder reinzubekommen, um auch ein Grundverständnis reinzubekommen, um Selbstvertrauen zu holen. Und ja, dann gehen wir das Ganze weiter an und haben dann 2 Auswärtsspiele. Aber auswärts sahen wir bisher eigentlich auch immer ganz gut aus. Deshalb müssen wir uns da dann erstmal wieder hochziehen und das Bestmögliche rausholen. Danke dir und bis dahin eine gute Zeit. Gerne. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Ciao, ciao. Arne Wohlfahrt, Geschäftsführer des TSV Steinbach-Reiger nach seinem letzten Heimspiel in eben dieser Funktion. Arne, dass man Geschäftsführer mit Feuerwerken verabschiedet, ist mir vollkommen neu. Heute haben beide Mannschaften was dafür getan. Wie war das auf der Tribüne auszuhalten? Ehrlich gesagt, lange Zeit sehr schwer, weil wir natürlich ein Spiel abgeliefert haben, was eigentlich alle Facetten unserer bisherigen Saison irgendwie gezeigt hat. Und wenn du hier nach 28 Minuten mit 1-4 hinten liegst und krasse Fehler machst, dann ja, sitzt man oben oder steht oben und denkt, verdammte Scheiße, warum? Und jetzt am Ende natürlich eine Aufholjagd, 4-4, das ist erstmal das Positive, dass wir nicht verloren haben, dass die Mannschaft die Reaktion gezeigt hat und trotzdem fühlt sich's irgendwie nicht gut an. Jetzt findet ja kein weiteres Heimspiel mehr statt in deiner Amtszeit hier als Geschäftsführer. Mit welchem Gefühl wirst du den TSV Steinbach verlassen? Oh, das ist jetzt schwierig, weil ich ja dann doch noch eine ganze Zeit lang hier bin, in offizieller Funktion, also bis Ende Februar. Es war dann natürlich das letzte Heimspiel in dieser Funktion als Geschäftsführer, aber irgendwelche Gefühle hingehend Abschied und so weiter habe ich jetzt noch überhaupt nicht gehabt. Dafür war das Spiel auch viel zu aufreibend und bin ich auch noch zu lange hier und ja, ich komme dann ja irgendwann im März zum
Heimspiel gegen Aalen und werde dann nochmal offiziell verabschiedet. Ich glaube, dann sind die Gefühle andere, dann ist der Abschiedsschmerz wahrscheinlich dann auch groß, aber jetzt im Moment ist einfach das Spiel zu präsent und ja, die Enttäuschung auf der einen Seite groß, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen ein gutes Gefühl, dass wir hier nicht verloren haben. Jetzt bist du noch eine Weile hier, du hast es gesagt, und zwar die Wintertransferphase läuft ja noch in der Zeit. Auf was können wir uns da einstellen? Wird da viel passieren? Abgänge, Zugänge? Wie sieht da die Planung aus? Ja, wir haben jetzt erstmal das Spiel nochmal abgewartet und haben da jetzt auch bewusst noch keine Gespräche dahingehend geführt. Wintertransfers sind immer schwierig, also wenn man Spieler dazu holt. Trotzdem werden wir die Situation jetzt natürlich bewerten. Und ich glaube schon, dass sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schon noch was passieren kann, aber jetzt nicht so abenteuerlich, wie das im Sommer ist, sondern sicherlich vielleicht der ein oder andere Abgang und ein, zwei Zugänge. Die Abschiedsworte sind noch nicht gesprochen, die kommen dann noch, auf die freuen wir uns, Arne, jetzt auch dir erstmal schöne Weihnachten und eine gute Winterpause. Ja, vielen Dank, die Gelegenheit will ich natürlich auch nutzen, allen Fans, Sponsoren, Partnern schöne Weihnachten zu wünschen, guten Rutsch und wir haben es jetzt in dieser Hinrunde unseren Zuschauern nicht immer so leicht gemacht, wie wir das gerne gehabt hätten, gerade heute wieder ein ganz schwieriges Spiel. Danke für die Unterstützung, alles Gute für jeden, schöne Weihnachten und dann wie gesagt einen guten Start ins neue Jahr bis 2024.